Liebe Zuschauer, heute präsentieren wir Ihnen das neueste Wunderwerk der Kameratechnik, die Nikon ZX3. Für alle, die glauben, dass nur noch diese eine Kamera fehlt, um endlich ein weltberühmter Fotograf zu werden. Spoiler, Sie werden es sowieso nicht. Sehen Sie sich nur dieses Schmuckstück an. Mit Ihren 24,5 Megapixeln, ja, genauso wie mein Vorgänger, können Sie jetzt noch detaillierter die Enttäuschung in den Augen Ihrer Bankberater festhalten, wenn Sie ihnen erklären, warum Sie schon wieder 3000 Euro für eine neue Kamera ausgegeben haben. Immer noch 24 Megapixel, meine Damen und Herren, weil Innovation überbewertet ist und Stillstand der neue Fortschritt. Der neue Autofokus ist jetzt so gut, dass er sogar Ihre Gedanken scharf stellen kann. Perfekt für diejenigen, die schon immer mal wissen wollten, was in dem Kopf ihres Partners vorgeht. Spoiler, es ist wahrscheinlich die Frage, wieso sie schon wieder eine neue Kamera gekauft haben. Und dieser Sucher. Mit 5,67 Millionen Bildpunkten ist er jetzt so scharf, dass Sie sogar das Kleingedruckte in Ihrem Kreditkartenvertrag lesen können. Praktisch, wenn Sie nach dem Kauf dieser Kamera erstmal Ihre Schulden überprüfen müssen. Dieser Sucher ist so hammermäßig, Sie werden die Realität für eine billige Fälschung halten. Die Bildstabilisierung ist so gut, dass Sie sogar selbst noch während eines Erdbebens noch gestochen scharfe Selfies damit machen können. Ideal für alle Influencer, die unbedingt das perfekte "Ich überlebe gerade eine Naturkatastrophe"-Foto brauchen. Der Bildstabilisator ist so gut, Sie können beim Erdbeben Stillleben fotografieren. Der neue, teilweise gestapelte Sensor ist so gestapelt wie ein Jenga-Turm nach 10 Runden. Aber keine Sorge, er fällt nicht so schnell um wie Ihre Neujahrsvorsätze, weniger Geld für Kameraequipment auszugeben. Für die Videografen unter Ihnen, 4K mit 60 FPS, 4K mit 120 FPS in einem APS-C-Crop und Full HD mit 240 FPS sind möglich. Perfekt, um in Zeitlupe zu filmen, wie Ihr Kontostand nach dem Kauf dieser Kamera in den Keller rauscht. Und 6K NRAW mit 30 FPS, weil normales Leben einfach zu langweilig ist. Und das Beste, keine Überhitzungsprobleme mehr. Sie können jetzt 125 Minuten am Stück filmen. Ideal für alle, die gerne stundenlang Gras beim Wachsen zusehen oder endlose Monologe über ihre Kamerasammlung halten. Jetzt auch zwei Kartenslots, für alle, die gerne doppelt so viel Geld für Speicherkarten ausgeben. Also liebe Zuschauer, greifen Sie zu. Denn nur mit der Nikon Z6 III werden Sie endlich der Fotograf, der Sie schon immer sein wollten. Zumindest in Ihren Träumen und in den feuchten Fantasien des Nikon Marketing Teams. Denken Sie dran, es ist nicht nur eine Kamera, es ist eine Lebenseinstellung. Es ist eine sehr, sehr teure Lebenseinstellung. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von den Shutter News. Immer ein bisschen mehr, als Sie eigentlich wissen wollten. Nein, bitte noch nicht abschalten. Jetzt kommt nämlich erstmal nochmal meine ehrliche Meinung. Ich finde die ganzen Videoaufnahmeeinstellungen wirklich sehr, sehr gut. 4K mit 60 FPS ohne Crop und 4K mit 120 FPS. Das, also zwar mit einem Crop, aber das gab es bisher in so einer normalen Mittelkamera, für alles Kamera halt noch nicht. Die Konkurrenten sind bisher die Sony A7 IV oder halt die Sony A7 C Mark II. Die können auch nur 4K mit 30 FPS oder halt 4K 60 mit einem 1,5 fünffachen Crop. Die Canon R6 Mark II, da ist das Maximum, was man aufnehmen kann, 4K 60 FPS. 120 FPS ist da auch noch nicht mit drin. Also rein technisch gesehen führt Nikon jetzt hier. Dass der Autofokus sich hier verbessert hat, ist auch nochmal hier ein wichtiges Merkmal. Denn bisher war es nämlich auch ein entscheidendes Argument zu sagen, ey, ich nehme keine Nikon Z6 Mark II und upgrade lieber auf eine Sony, da nämlich einfach der Autofokus viel, viel schlechter war. Jetzt halt kein Problem mehr, da muss man sich jetzt keine Sorgen mehr machen. Und bei Panasonic jetzt genau das gleiche. Sie haben jetzt die Lumix S5 Mark II, diese kann genauso wie die Sony A7 IV 4K mit 60 FPS mit einem 1,5-fachen Crop. Hier hätte ich jetzt nur gesagt, die hat noch einen Vorteil mit der Open-Gate-Aufnahme. Das hätte ich mir in der Nikon Z6 Mark III auch noch gewünscht. Sie haben zwar ein extra Feature mit 6K-Aufnahme, aber das ist halt 16:9 und kein halt nun mal keine richtige vom vollen Sensor ausgelesen. Das wäre halt hier nochmal schön gewesen. Wir halten also jetzt hier nochmal fest, auch wenn die Nikon Z6 Mark III jetzt keine 30 Megapixel hat und das jetzt auch so man eher als Kritikpunkt ansehen könnte, man hätte da mal so ein bisschen was einbauen können, ist sie momentan so die beste Mittelkamera, die man sich kaufen kann. Jetzt, wo Nikon sich also hochgearbeitet hat, verlangen sie dann aber auch den höchsten Preis. 3000 Euro ist ein paar hundert Euro mehr, als man momentan für die A7 IV oder die Canon R6 Mark II zahlen muss. Und nur noch mal ein kleiner Hinweis, die Objektive, die kommen auch noch dazu. Wenn man jetzt ein 24-70er da sich dafür kaufen will, dann muss man das halt von Nikon selber nehmen. Wenn man da jetzt dann halt nicht so einen Kompromiss machen will mit einem 28-70, dann kann das halt auch schon mal nochmal da ein bisschen teurer werden. Aber gut, das ist jetzt nochmal so eine kleine Zusammenfassung. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen über diese Satire lachen und ich würde sagen, ich sage ciao.